Ja, willkommen im Nutzungsvideo vom Gate-Programm Out-of-Body Experience Gate 21 bis Gate 30. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du diese Frequenzen am besten nutzen sollst, wann du sie am besten nutzen sollst und wie du damit am besten üben sollst. Ja? Das ist übrigens ein grobes Einführungsvideo. Es wird ein eigenes Video geben in der Astralreisen Academy. Das wird dir später freigeschaltet, wenn wir bei den Austrittstechniken sind. Da wirst du ein höheres Verständnis für Astralreisen selbst bekommen und du wirst ein höheres Verständnis für Techniken bekommen. Ja? Du wirst ganz andere Sachen bekommen und du wirst auch ein eigenes Verständnis für Frequenzen bekommen. Das sind jetzt mehrere Stunden Videomaterial, wo ich dir einfach viele Sachen beibringe, die als Grundlage dienen, um Astralreisen richtig einzuleiten, aber es ist nicht tragisch. Ja? Das heißt, du kannst trotzdem mit der Technik, die ich dir jetzt hier vorstelle, üben. Das dient dir als Übung. Und später, wenn du sozusagen das Vorbereitungsmodul in der Astralreisen Academy fertig hast, geht es ja dann so in die Austrittstechniken und dort werden wir sehr tief in jeden Aspekt von Frequenzen, wann, wie, wo, warum, Blockaden, wenn du das tust, wenn das kommt, wenn Blitzlichter kommen, wenn Vibrationen kommen, wenn du nicht rauskommst, disconnect, werden jeden Aspekt durchleuchten und sehr detailliert alle Probleme und Blocker auflösen, das verspreche ich dir. Ja. Aber das dauert natürlich dann mehrere Stunden und das kann ich jetzt in diesem kurzen Video nicht erklären, nur dass du Bescheid weißt. Also wenn du sagst, du willst wirklich tiefer gehen und den maximalen Nutzen aus diesen Frequenzen ziehen, dann melde dich einfach in der Astralreisen Academy an und dann sehen wir uns dort und wir werden auch live gemeinsam arbeiten und üben. Ja? Gut, also Frequenzen selber, ja? Vor allem Astralreisen-Frequenzen funktionieren, wenn du gelernt hast, dich in einen tiefen Entspannungszustand zu bringen. Das hat zwei Wege, finde ich, dahin. Der erste Weg ist, dass du lernst, deinen Körper zu entspannen. Der zweite Weg ist, dass du lernst, deinen kritischen Verstand zu entspannen. Ja? Wenn du beide entspannt hast, dann bist du im somnambularen Bewusstseinszustand. Das heißt, Körper entspannt, Geist entspannt, aber Geist ist, also kritischer Verstand ist entspannt, aber dein Geist und Bewusstsein ist wach. Was jetzt natürlich der Schlüssel ist, Konzentration. Das lernen wir alles in der Astralreisen Academy. Und Konzentration, Bewusstheit, Point of Consciousness, sich stabil halten. Ja? Und das ist mal die Grundlage. Und das ist ja das, was wir im Gate-Programm lernen. Also die ersten Gates dienen ja Gedanken loslassen, Gate 4 und Gate 5, Stale State, also wo du in die tiefste Entspannung kommst, die man sich so vorstellen kann. Und dann geht es dann natürlich mit den anderen Gates weiter. Schlussendlich geht es dann, dass man den kritischen Verstand loslässt. Ja? Im nächsten Schritt, dass du in dem Zustand bist, wo du keine Gedanken erzeugst. Wenn du keine Gedanken erzeugst, hast du keine Beta-Wellen und dann kann die Frequenz wirken. Weil wenn du da liegst und du merkst Vibrationen und du denkst, boah, cool, Vibrationen kommen, erzeugst du mit diesen Gedanken Beta-Wellen, dann Astralreisen funktionieren, also Beta-Wellen sind so 12 bis 20 Hertz. Ja? Und du denkst, dann erzeugst du 20 Hertz, aber Astralreisen werden bei 4 Hertz induziert. Ja? Das heißt, du wirst kein Astralreisen induzieren, wenn du nachdenkst. Ja? Heißt, du musst lernen, in den gedankenlosen Zustand zu kommen. Ja? Das lernst du eh alles in der Astralreisen Academy. Aber das ist so die Grundlage für die Technik. Das heißt, wenn du die Frequenzen hörst, und wir arbeiten hier mit den Codewörtern vom Gate-Programm, auch wenn du die Gates, die anderen, noch nicht gehört hast und noch nicht trainiert hast, dann wirken die Codewörter genauso. Ja? Das ist ein kollektives Feld und wir docken uns mit den Codewörtern anders an. Ja? Wenn du aber merkst, hey, ich tue mir schwer bei dem Thema, ich tue mir schwer beim Loslassen, ich tue mir schwer beim Nichtdenken, ja? Dann findest du im Brainwave 3D Shop, ja? Wenn du ganz oben schaust, brainwave3d.com, Blog, dann klickst du drauf und dann scrollst du runter, gibt es einen Artikel, da steht drauf alle Codewörter aus dem Gate-Programm. Ja? Und dort siehst du, welches Codewort findest du wo. Ja? Und das ist ganz wichtig zu verstehen, ja? Dass, wenn du sagst, ich möchte, ich tue mir schwer beim Denken, ich tue mir schwer beim Loslassen, ich tue mir schwer beim Disconnecten, ich tue mir schwer beim Entspannen, ich tue mir schwer bei dem Thema, ich tue mir schwer beim astralen Körper aktivieren, ich tue mir schwer bei der Vibration. Ja? Und für jedes dieser Themen gibt es ein eigenes Codewort, was mit einer Hypnose verankert wird, damit das für dich leichter geht. Das hat ein ganze aufbauendes System. Dann schau einfach nach in dieser Liste, wo lernst du, in welchem geht, welches Codewort und trainiere auf Basis vom Nutzungsvideo von den
Gate, genau dieses Codewort, dann wirst du einfach diese Phase übergehen. Du wirst sie leichter erleben und überspringen. Ja. Das ist einfach nur wichtig zu verstehen. Ja. Du musst nicht alle Gates hören, du kannst auch Gate 4 trainieren, Gate 7, Gate 14 und dann Gate 22. Ja. Und dann hast du deinen Weg. Ja. Ist voll okay. Ja. Und du wirst eh merken, was sind deine Blocker und wo hängst du, wenn du diese Gates hörst und du merkst beim ersten Mal, bei mir passiert nichts. Und dann brauchst du nur beobachten, bei welchen der Schritte körperliche Entspannung, geistige Entspannung, Vertiefung und dann Disconnect, also beziehungsweise Aktivierung vom Astralkörper, Disconnect, wo hängst du? Und für jedes dieser Dinge gibt es halt genau das Codewort und du merkst, wann wirkt welches Codewort, wirst du eh gleich merken, wenn das Codewort kommt und du merkst, nichts passiert bei dir, dann weißt du, da hast du einen Blocker. Ja. Das heißt, trainiere dieses Thema. In der Academy schauen wir uns sowieso jedes dieser Themen an, ja, ganz detailliert. Und in den Gate-Programmen, das ist sozusagen zu Astral, das ist in der Academy sozusagen die Hypnosen, die den Prozess begleiten und die jeden dieser Schritte nochmal ganz genau durchleuchten und dir eine Hypnose geben, um dann nochmal das Ganze einfacher zu indizieren. Ja. Nur, dass du verstehst, was das Gate-Programm an sich ist. Ja. Gut. That's it, das heißt, du hörst sie und dann schaust du, wo hast du deine Hänge. Das ist mal das Erste. Ja. Wann sollst du diese Gates am besten hören? Ja? Ich empfehle dir nicht, also du kannst natürlich vorm Schlafen gehen hören, die Wahrscheinlichkeit, dass du in Astral lebst, ist hoch, aber die meisten sind noch nicht trainiert, vor allem die nicht in dem Astral in der Academy sind, die werden ihr Bewusstsein verlieren, die haben zu wenig Konzentration, die werden sofort das Serotonin, Melatonin kippen. Und dann gibt es halt eine Blockade. Und die Blockade ist halt dann da. Ja? Und das ist halt genau das Ding. Wenn die Blockade da ist, dann wird es halt schwer. Ne? Und die gilt es aufzulösen. Ja? Wenn das Serotonin, also was für die Bewusstheit zuständig ist, wenn du einschläfst und sich dann umwandelt in Melatonin, wo du dein Bewusstsein verlierst, dass du trainierst, genug Serotonin zu haben, um den Zustand, wenn das Serotonin sich in Melatonin kippt, wach zu bleiben. Das ist nichts anderes wie einfach wach bleiben beim Einschlafen. Das ist das ganze Geheimnis. Ja. Und das trainierst du. Und das, darum geht es, das zu üben. Ja. Und diese ganzen Gates, es hört sich so leicht an, aber es ist eines der schwierigsten Dinge, die der Mensch so macht, ne? Wie wir wissen. darum geht es sozusagen. Ja. Und wenn du diesen Übergang machst, ist es halt vom Einschlafen schwer, weil du hast am ganzen Tag deine Energie verbraucht. Ja. Und dann, der Körper braucht seinen Schlaf und seine Erholung. Ja. Durch das Hören vorher kann es sein, dass du dich primest, dein Unterbewusstsein, dass du dann beim Einschlafen hast, also erlebst oder in der Nacht. Ja. Die zweite Methode, die du nutzen kannst, ist, du schläfst ganz normal, mit Frequenz oder ohne, spielt jetzt keine Rolle. Und du schläfst ganz normal so 4,5 Stunden, vielleicht sogar 5 Stunden. Ja. Dann stehst du auf, ja, und bist wach. Ja. Also ich habe da ein eigenes Video gemacht zum Thema Schlafunterbrechung. Einfach auf YouTube eingeben, Marco C. Lorenz, Schlafunterbrechung. Dann schau dir das Video an. Dann weißt du genau, wie das funktioniert mit der Schlafunterbrechung. Und dann bleibst du munter so eine Viertelstunde bis zu einer Dreiviertelstunde. Also 15 bis 45 Minuten. Und dadurch baust du Serotonin auf, das heißt, du baust einen Schlafzyklus ein, wo du dann deine Erholung holst, ne, 4,5 Stunden, dann baust du Serotonin auf und dann legst du dich hin und hörst die Frequenz, so vielleicht nach 10, 20 Minuten. Ne. Wichtig ist, wenn du wach bleibst, dass du wirklich auf die Szene putzt, wirklich dich wach machst, dass du genug Serotonin bekommst. Und wenn du dann merkst, so jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich in der Mitte bin zwischen Schlafen und Wach, dann legst du dich hin und hörst eines dieser Gates. Ja. Und dann versuchst du wieder einzuschlafen oder dich wach zu halten. Ja. Und dann kann es passieren, dass du in dieser zweiten Schlafphase beim Einschlafen dann eine Astralreise erlebst. Falls du da immer noch keine erlebt hast, spielt es keine Rolle, es ist Übung. Ja. Dann wirst du ja in der Früh immer munter werden, sagen wir mal so zwischen 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, wann auch immer. Ja. Wenn du dann munter bist, kleiner Tipp, ja, dann hast du da nochmal eine super Option und Gelegenheit, eine Astralreise zu indizieren. Entweder du stehst dann auf und dann hörst du eine Frequenz, also direkt in der Früh beim Munterwerden, sagst du, jetzt höre ich die und dann schlafst du wieder ein. Ja?
dann schläfst du aber wieder ein und hörst dir die Frequenz an. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du eine Astralreise erleben wirst. Vor allem, ich empfehle sogar auch am höchsten in der Früh. Ja. Das ist die erste Vision, also das ist die erste Variante. Und du kannst vom Schlafen gehen hören, du kannst mitten in der Nacht nach der Schlafunterbrechung hören oder du kannst direkt in der Früh die Frequenz hören. Ja. Du kannst an einem dieser drei hören oder du kannst an allen drei hören. Du musst für dich selber herausfinden, was ist für dich stimmig und probier alles durch und du wirst sehen, was für dich am besten klappt. Ja. Das ist das eine. Du kannst auch die zwei gar nicht und nur in der Früh hören und dann schaust du, was passiert. Ja. Bei der einen, der tut sich in der Nacht schwer mit der Schlafunterbrechung, der andere tut sich in der Früh schwer, der andere tut sich beim Einschlafen leicht. Also finde heraus, was bei dir am besten klappt. Das ist meine Erkenntnis aus so vielen Jahren Astralreisenforschung. Jeder Mensch ist anders. Es gibt keine Generaltechnik für jeden. Ne? Darum gebe ich dir dieses Video einfach verschiedene Possibilities, verschiedene Möglichkeiten. Ne? Das ist das eine. Ja? So, dann kannst du auch am Tag 14 Uhr, also zwischen 12 und 14 Uhr, die meisten so eine Tief, wo sie müde werden. Super Gelegenheit, um Astralreisen zu leiten. Leg dich hin, hör die Frequenz und versuch in diese Trance zu kommen. Und dann kann es sein, dass du da eine Astralreise erlebst. Was auch gut klappt, ist am Abend, wenn du nach der Arbeit heimkommst, dann bist du eh schon so ein bisschen müde, so 17 Uhr. Leg dich hin und trainier die Frequenz. Wenn du immer einschläfst, dann haben wir ein anderes Thema. Und zwar, dass du hast einen hohen Energieverbrauch. Und das hat viele Gründe, warum du Energieverbrauch hast. Und da müssen wir uns natürlich jeden Aspekt anschauen. Dann ist es gut, wenn du in der Astralreisenakademie bist, weil im Vorbereitungsmodul schauen wir uns jeden dieser Aspekte an und geben dir für alles Tipps, dass du genau rausfindest, was sind deine Blocker und wie hebst du dir auf und was sind die Dinge, die dich die Astralreise befördern, her damit und boosten und dann in Kombination mit den Frequenzen hast du den Knackpunkt erreicht, wo du es sehr einfach indizieren kannst. Ja. Gut. That's it. Wichtig ist das Thema Heuristiken, also wenn es die ersten paar Male bei dir nicht klappt, keine Erwartungshaltung erzeugen, sondern es klappt nur nicht, weil du etwas nicht weißt oder einen Block hast oder etwas falsch gemacht hast. Ja? Ich kann dir also nur in diesem Video grob erklären, worauf es ankommt, ja? Aber schlussendlich kann ich ja durch das Video nicht herausfinden, was ist wirklich dein Problem. Würde ich mit dir im Live-Coaching sein und du sagst mir, hey Marco, ich habe das probiert und, dann, und bei mir hat es nicht geklappt, dann werde ich fragen, erzähl mir ganz genau, was du erlebt hast und was du gemacht hast und wo dein Problem war. Und dann, wenn du mir das erzählst, werde ich dir ganz genau sagen, was dein Problem ist, wie du es lösen kannst. Das verspreche ich dir. Und das ist auch der Grund, warum wir die Astralreisen Academy gemacht haben, wo wir im Pro-Membership diese Live-Zoom-Calls haben, wo du mir diese Frage stellst und wo ich dir ganz genau sage, hey, deswegen klappt es nicht. Üb das mal und dann hören wir uns wieder. Und in der Telegram-Gruppe kannst du mit mir täglich kommunizieren, hast ja auch meine Nummer dann, ne? Kannst mir dann schreiben und das und das aber probiert hat, trotzdem nicht funktioniert, dann will ich dir den nächsten Tipp geben, so lange, bis du es geschafft hast. Ja? Das ist der Grund, warum die Astralreisen Academy so einen tollen Erfolg hat. Also wir haben schon im Onboarding schon viele Teilnehmer gehabt, die nur durch das Onboarding schon ihre erste Astralreise erlebt haben, obwohl es dann noch gar nicht um das Thema Astralreisen ging. Ja? Also da bin ich schon sehr, sehr dankbar. Ja? That's it. Ja, so funktioniert das Ganze. Das ist das Thema mit den Astralreisen. Das ist jetzt die grobe Technik, das wird in der Astralreisen Academy, wenn du zum Thema Frequenzen kommst, wenn wir zum Thema Austestechnik kommen, wird es dazu ein eigenes, mehrere Stunden langes Video geben, wo ich dir ganz detailliert jede Technik erkläre. Wir gehen auf jede Frequenz ein, wir gehen auf jeden Prozess durch, wir werden alle Sachen eingehen, die notwendig sind, damit du deinen maximalen Erfolg rausziehst. Deswegen, falls du sagst, ich will es wirklich lernen und ich nehme das wirklich ernst, dann komm in die Astralreisen Academy und dann übe jetzt mal mit dieser Methode, die ich dir hier vorgestellt habe in diesem Video, mit allem oder mit einem dieser Frequenzen im Laufe des Vorbereitungsmoduls. Und wenn du damit sozusagen dann fertig bist, dann hast du genug theoretisches Wissen und praktisches Wissen mit Übung und dann kann jetzt losgehen. Ja. Wichtig ist, dass du jetzt parallel nicht nur das trainierst, sondern deine Traumerinnerung und deine Visualisierung trainierst, wie du gelernt hast. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Also, don't be afraid, alles wird gut. Und je besser deine Visualisierung ist, je besser wird jede dieser Frequenzen wirken und je besser deine Traumerinnerung ist, desto höher ist die Erfolgsquote, dass du dich einfach daran, was so passiert, erinnern kannst. Ja. Und deswegen haben wir auch in der Astralreisen Academy diese zwei eigenen Kurse, wo es um diese zwei Themen geht. Ja.
Und das ist ganz wichtig, einfach, dass du weißt, dass diese zwei das Fundament von einer Astralreise sind: Visualisierung und Traumerinnerung. Ja. Und das fügen wir zusammen und dann machen wir diese Techniken und dann schießen wir uns durch in den Astralkörper. So sieht es aus. In dem Sinne, schön, dass du das Video bisher gesehen hast. Und wenn du in der Astralreise Academy bist, freue ich mich auf die nächsten Videos mit dir. Und wo wir gemeinsam mit dir arbeiten, ab jetzt kannst du üben, du musst nicht jeden Tag zwanghaft, das wirst du jetzt in den nächsten Videos lernen oder aus dem Grundlagenmodul ja auch gelernt, also nicht zwanghaft, sondern slow down, hör auf dein Gefühl, auf deine Intuition, wann was ist, übe es, bleib dran und halte dich im Ball und dann wirst du sehen, wow, es wird immer mehr und du übst und so weiter. In dem Sinne, ist mir eine große Freude und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.